Mein Name ist Holger Bösch. Zusammen mit meinen beiden Geschwistern und vier weiteren Kindern von uns sind wir schon seit fast 34 Jahren sowohl Eigentümer wie auch Betreiber von Deutschlands größter Diskothek, dem Index in Schüttorf. Angefangen im November 1988 haben wir hier auf der grünen Wiese einen neuen Club eröffnet mit 1200 Quadratmeter. Sukzessive über die Jahre haben wir den Club auf über 5000 Quadratmeter erweitert, aufgeteilt in 6 unterschiedliche Musikbereiche, einen großen Sommergarten mit Free Climbing Wall und Pool und der größten permanenten Eisbar der Welt. Wir sind permanent dabei, unseren Club umzubauen, zu verschönern, zu erweitern, neue Ideen reinzubringen. Und 2015 hatten wir einen Bereich, in dem wir uns hier befinden. Da war vorher ein Hardstyle-Bereich, den wollten wir gerne umbauen. Der wurde umgebaut zum Orange, nennt sich jetzt Orange, wo nur Dancehall, Reggaeton und Latin gespielt wird. Mit Jacek Krawczyk haben wir uns dann zusammengesetzt und haben eigentlich eine ganz spannende LED-Installation hier umsetzen können. Und das war das erste große Projekt, was wir mit Jacek zusammen realisiert haben. Darauf folgten viele weitere, also wo wir wirklich in unterschiedlichen Clubs unterschiedliche Arten von LED-Tech-Panels verarbeitet und verbaut haben und sind ihm also seitdem treu geblieben, dass wir also alle unsere LED-Technik von ihm beziehen. Wir haben einen großen Main-Bereich mit der Main-Stage, wo auch immer Auftritte und große Acts eben performen. Dort habe ich auch LED-Tech im Einsatz, aber auch ein Konkurrenzprodukt, was ein bisschen älter ist. Wenn man sich das genau anguckt, sieht man da schon einen Unterschied. Da gibt es schon mal Pixelfehler oder sonstige Sachen und da bin ich nicht so zufrieden mit. Das wird eigentlich auch das nächste sein, was ich dort austauschen werde durch höher qualitative LED-Technik dann. Tryna play me, they ain't know no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Shit, now I make plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last shit, dog, you can do better. Was mir sehr gut gefällt bei LED-Tech ist wirklich der Support. Also man bekommt bei allen möglichen Problemen sofort eine Hilfestellung, sowohl telefonisch, aber auch wenn irgendwelche Komponenten defekt sind. Man kann die ruckzuck verschicken, innerhalb von 48 Stunden wird repariert oder man kriegt ein Ersatzteil. Und dadurch ist fast eigentlich immer sichergestellt, wenn man ein Problem hat, dass das sehr schnell behoben wird und die Anlage, die Lichtanlage und die LED-Technik eigentlich immer in einem Top-Zustand ist. Hier ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Diesen, sagen wir mal, LED-Trichter haben wir mit der Firma JC Event-Technik umgesetzt. Und viele Clubs haben versucht, eben so einen Trichter nachzuahmen. Aber wir haben uns wirklich bewusst für JC Event-Technik entschieden, weil sowas kann man wirklich nur mit einer absoluten professionellen Fachfirma umsetzen. Weil man sieht hier, da ist kein LED, welches ausgefallen ist. Man sieht auch den absolut gleichen Abstand zwischen allen LED-Panels. Es wurden vorher Muster angefertigt, dass man auch den richtigen Winkel hat, damit man aus allen Bereichen hier immer das Gefühl hat, dass es ein Trichter ist und nicht nur, wenn man direkt drauf guckt, sondern auch von der Seite. Also das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel für richtig professionell gut umgesetzte LED-Technik im Club. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. Doubting me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. Als vor über 2 Jahren die Corona-Pandemie losging und wir unseren Club wirklich von heute auf morgen schließen mussten, da wollten wir natürlich nicht unsere Hände einfach nur in den Schoß legen und sagen, wir machen nichts mehr. Da kam eigentlich die Idee, hier eine riesengroße Autodisco auf dem Parkplatz zu machen. Während die ganze Welt im Lockdown war, keiner hat irgendwie gefeiert, haben wir hier angefangen, eben eine riesengroße Stage aufzubauen und die Leute konnten also in Autos hier ihre Party feiern, durften natürlich nicht aussteigen, waren in ihren Autos. Musik wurde vom DJ in die Radios der Autos übertragen. Und das war also wirklich eine ganz tolle Sache, die wir hier uns ausgedacht haben. Aber für dieses große Event brauchten wir natürlich auch LED-Screens. Und da haben wir uns mit der Firma JC Event Technik zusammengesetzt und haben auch dann dort von denen also große Screens, LED oder LED-Tech Screens gekauft, Outdoor-Screens. Hier sieht man eine, die ist also seit über 2 Jahren permanent im Betrieb und da ist noch nicht einmal irgendwas vorgefallen, kein Ausfall, also absolut betriebssicher und ich bin also echt froh, dass ich diese LED-Wall gewählt habe, also keine Probleme damit. Me. You know when I want and only. All them other ones is phony. Moving like a drama, I'm on beat. Whoa,
Yeah, you could put the pressure on me. I ain't never getting cold feet. Straight to where I'm gonna be.